Hi, zu dir spricht Sergej Linz und heute sprechen wir darüber, wie du einem Mann emotional näher kommst. Welchen Menschen sind wir am nächsten emotional? Nun, das sind unsere Freunde. Das sind Menschen, neben denen wir entspannen können. Das sind Menschen, die wir, mit denen wir quatschen können, ohne uns irgendwelche Gedanken zu machen, dass wir irgendwas Falsches sagen können und dann wird er aufhören, mein Freund zu sein. Das sind Menschen, neben denen wir uns wohlfühlen, weil wir diese sozialen Masken nicht haben. Und wenn du also einen Mann triffst, der dir gefällt, dann solltest du in ihm diesen Gedanken auslösen, dass er sich an deiner Seite entspannen kann, wie mit einer guten Freundin. Wie mit einem sehr, sehr guten Freund, mit dem er scherzen kann, mit dem er sich über alles unterhalten kann, dem er vertrauen kann und bei dem er sich keine Gedanken machen darüber muss, was passiert, wenn, er irgendwas Falsches sagt und du vielleicht weg bist. Ja? Also er darf nicht glauben, dass er durch ein falsches Wort, durch einen falschen Gedanken dich sofort entzürnen kann. Ja, also dann wird er sich in dieser formellen Rolle mit dir unterhalten, dann wird er mit diesen sozialen Masken rumlaufen und dann wird es sehr, sehr schwierig sein, auf diese vertrauensvolle Ebene zu kommen, auf der die Chemie stimmt. Ja? Die Chemie zwischen uns stimmt, wenn wir uns entspannt miteinander unterhalten können, wie Freunde. Wie machen wir das? Nun, wenn du mit ihm kommunizierst, zum Beispiel über WhatsApp oder auch live, dann solltest du nicht zu oft das Wort Danke benutzen. Genauso wie das Wort Entschuldige. Genauso wie das Wort Bitte. Das sind Dinge, die wir nutzen, weil wir irgendwann in der Kindheit, das gelernt haben, dass das höflich ist. Dass das auf eine Art und Weise, den anderen Menschen dazu bringt, uns nicht fortzujagen. Deswegen bilden wir eine Mauer auf zwischen uns, so eine Art, offizielle Mauer, durch die wir hindurch kommunizieren. Dankeschön, oh ja, danke, das ist lieb. Oder am Ende von WhatsApp-Nachrichten, liebe Grüße oder LG und dann deinen Namen, lass das. Ja, das ist genauso doof wie jede WhatsApp-Nachricht mit sehr geehrter Herr Müller, Komma, Absatz anzufangen. Das erschafft keine gute Nähe. Deswegen verzichte auf Danke, verzichte auf Bitte, verzichte auf Hallo immer mal wieder. Verzichte auf LG und auf deinen Namen. Er weiß ja, was wer schreibt. Ja? Wenn du mit deiner besten Freundin schreibst, dann schreibst du ja auch nicht LG, Sandra oder Heike. Ja, sondern ihr kommuniziert ganz banal, ganz herzlich. Ja, diese Herzlichkeit entsteht, wenn wir nicht diese soziale Maske haben, so diese Danke-Maske, diese Bitte-Maske, diese Entschuldige-Maske. Ja, das nutzen wir, um, wenn wir so ganz, ganz vorsichtig, wie so ein Elefant im Porzellanladen, so ganz, 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 ganz vorsichtig. Ja, was passiert, wenn wir ganz, ganz vorsichtig sind? Wir sind verspannt. Wir sind nicht wir selbst. Wir sind eine soziale Maske. Und dieser Zustand überträgt sich auf ihn. Das bedeutet, selbst wenn er davor entspannt war, wenn du bei jedem zweiten Satz das Wort Danke benutzt oder Entschuldige, das habe ich nicht so gemeint oder das habe ich vielleicht falsch ausgedrückt, bitte verzeih mir, dann merkt er, okay, sie ist verspannt, also wird er auch verspannt sein, weil er auch Angst hat, dir irgendwas zu sagen, was dich dann dazu bringt, entzürnt zu sein. Ja, also verzichte auf solche Wendungen größtenteils. Natürlich kannst du sie mal benutzen, genauso wie Komplimente. Ja, aber all das ist etwas, was Freunde, sehr, sehr gute Freunde, nicht haben. Und genau diesen Zustand solltest du zwischen euch erschaffen. Stell dir einfach vor, dass ihr Freunde seid, dass ihr sehr, sehr gute Freunde seid. Vielleicht stellst du dir vor,
dass ihr vor langer Zeit irgendwas zusammen hattet. Wenn du zum Beispiel noch nicht auf dieser vertrauensvollen Ebene zu ihm bist, stell dir vor, dass ihr in der Vergangenheit eine sehr, sehr schöne Zeit zusammen verbracht habt. Toller Sex, tolle Emotionen, das war großartig und es hat die besten Emotionen bei dir und auch bei ihm hinterlassen. Aber aus irgendeinem Grund kam es dazu, dass ihr verschiedene Wege gegangen seid. Ja? Nicht als Feinde, nicht weil ihr euch gestritten habt, sondern einfach so. So ist das Leben gekommen. Ja, und jetzt freust du dich einfach unheimlich, ihn wieder zu sehen. Das ist eine Technik, die Geheimdienstagenten benutzen, um schnell in diesen vertrauensvollen Modus mit ihren Zielpersonen, Kontaktpersonen zu kommen. Ja, wenn ein Agent zum Beispiel einen Mafioso für sich gewinnen will, werben will, dann wenn er sich überlegt, boah, der hat bestimmt Menschen umgebracht, der hat was mit Drogen zu tun, er ist nicht respektvoll Frauen gegenüber, wenn er weiß, dass es ein schlimmer Finger ist und mit ihm so spricht, oh, boah, dann wird die Zielperson sofort abhauen. Ja, und das, was Geheimdienstagenten in diesen Momenten machen, ist, sie stellen sich die besten Eigenschaften dieses Menschen vor und kommunizieren zu diesen Eigenschaften. Und sie stellen sich vor, dass sie Freunde sind. Ja, schon seit langer, langer Zeit, dass sie sich wiedersehen. Und zwar nicht nach 30 Jahren nicht gesehen, sondern so nach 2-3 Tagen oder nach 7 Tagen. Wir haben vor 7 Tagen zusammen Party gemacht und gesoffen und jetzt sehen wir uns wieder und wir haben uns so viel zu erzählen, was es in dieser Woche passiert ist. Ja, sowas. Deswegen nochmal Entspannung. Entspannung und dieses Informelle, dieses entspannte Miteinander quatschen, dieses Lachen, dieses Natürlichkeit kommt erst, wenn die sozialen Masken fallen. Ja, wenn du also natürlich bist, dann bist du entspannt und dann ist auch er entspannt mit dir und dieses Vertrauen zwischen euch findet viel mehr statt. Nutze diese Technik, ich wünsche dir viel Spaß damit und bitte gib diesem Video ein Like, abonniere diesen Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Hinterlass mir einen Kommentar, ich lese wirklich jedes Kommentar. Deine Kommentare, deine Likes motivieren unheimlich, weitere Videos zu drehen und ich freue mich, wenn ich das nächste Video für dich machen kann. Vielen Dank, bis dann und adieu.